Schau, Struggle, hier fängt der Kukariko-Pfad an. Oder Kuchariko. Dann müsst ihr mir sagen, wie man das ausspricht. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Andersart in Städten begegnet man auf den Wegen und im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf, aber keine Sorge, du hast ja Philori. Und wenn du einen Pokémon fangen willst, brauchst du das hier, einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Du erhältst 5 Pokébälle. Pokébälle wurden in der Pokéballtasche verstaut. Damit fängst du wilde Pokémon. Du wirfst ihn wie einen normalen Ball. Das Design ähnelt dem einer Kapsel. Ferrek. Ah, genau zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Oh, ich glaube, das ist ein Feuer-Pokémon, oder? Wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon den X-Knopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Okay, das heißt, das ist jetzt ähnlicher wie... Also ähnlich zu Legenden Arceus? Kratzt das mal ein bisschen. Ferkuli. Ein Ferkuli. Achso. X. Aber wenn ich jetzt einen anderen Ball möchte. Ich habe ja noch keinen, aber falls. Tada! So, und das nennen wir jetzt Philori. Oder was? Hab gerade mal nachgeschaut. Einer der ersten Smurfs hat sich einen neuen Account gemacht mit Namen Papa Smurf. Und wurde in Warcraft 2 berüchtigt, weil er da als neuer Spieler auch die Pros besiegt hat. Seitdem heißt es Smurf. Okay, witzig. Witzig. Poor little Piggy. Bye. Und hallo Neo Freeman. Woher hast du die passenden Emotes? Herzlich willkommen im Stream. Für Ferkuli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Nenn es Ferkel. Ja, ich muss es Philori nennen. Kasi hat dafür Punkte ausgegeben, also nennen wir es Philori. Macht total viel Sinn. Philori wurde in ein Team aufgenommen. Oh, jetzt habe ich 2 Philoris. Barbie, Babe. Babe wäre auch cool. Babe wäre auch cool gewesen. Ah, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Du hältst 10 Pokébälle. Was ist, wenn ich es nicht gefangen hätte? Mit den 5 Pokébällen. Pokébälle wurden in der Pokéballtasche verstaut. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merkt ihr das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probiere das Fangen gleich mal aus. Okay. Wie wäre es, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt der Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Der Coolia, was zur Hölle? Ein Item. Ein Pokéball. Kann ich mich wieder anschleichen? Da ist ein Hopsprost. Da ist etwas, das ich kenne. Ich will nicht, ich will das da. Was ist das denn? Ein Käfer? Karundel.
von Tarantel und Hund vermutlich. Heißt das nächste dann Ferguli? Das ist jetzt nicht festgelegt. Das wird extrem verwirrend, wenn wir das so machen. Die hat Wanlau erstellt und stellt sie bereit vor Fuli. Das ist ja nett. Würde ich nie machen. New Scarlet and Violet Starter Pokémon are ready for use. And yes, they are all free. Wie? Kann ich den Link posten auf Twitter oder so? Kannst du. Aber vermutlich werde ich eher meine eigenen passen. Aber ich finde es cool, dass du passende hast. Sorry, mich juckt es wieder an der Nase. In letzter Zeit juckt es mich wohl oft an der Nase. Oh nein, Fadenschuss. Ich finde das so witzig. Fadenschuss in der Serie war irgendwie voll nützlich und Fadenschuss in jedem Spiel ist echt sinnlos. Wieso werde ich nach jedem Kampf geheilt? Bisher, warum? Okay, Namensvorschläge. Wunderschönen guten Abend, liebe Mara. Hallo Wolf. Ich konnte jetzt gar keinen Namen, oder? Doch, da. Für Tarundel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der Faden, den Tarundel über seinen Hinterleib absondert, ist so stark wie Draht. Das Geheimnis dieser Stärke wird noch erforscht. Draht, okay. Speedy. Na gut. Speedy finde ich in Ordnung. Ich werde keine Namen lernen hier. Speedy. Speedy Gonzales. Tekla. Du Einhör. Das haben wir gefangen. Das haben wir gefangen. Wie geht's dir, Wolf? Wie war deine Woche? Freust du dich aufs Wochenende? Ich kenne dich auch. Ein Pepek, glaube ich. Nein, da Tiri. Pepek waren die bunteren. Es ist ein Vogel. Das ist gar nicht so gut. Jetzt werde ich nicht mehr geheilt. Okay. Piekser setzt er ein. Das ist sehr effektiv. Ja, ich bin ein bisschen lang. Nicht pieksen! Aua! Hier gibt es viele verschiedene Pokémon, oder? So für die erste Route. Gut geht's, die Woche war chaotisch, jetzt geht's gut. Das ist schön. Freust du dich aufs Wochenende? Okay, Namensvorschläge. Ich habe Speedy einfach mit kleinem Anfangsbuchstaben gemacht. Armin war eine sehr stressige Woche, ja. Speedy Gonzales, yeah, the fastest fight in all of Mexico, yeah. Speedy, what? Soll ich den jetzt Speedy nennen? Phoenix, Phoenix finde ich gut. Wieso macht er den ersten Buchstaben nicht groß? Das muss ich echt aufpassen. Gibt es hier überhaupt ein Ö? Irgendwo ein Ö? Ä? Gibt's? Ö? Ö gibt's auch, okay. Ein bisschen unsortiert. Phoenix! Das ein Feuer-Pokémon? Nein. Ich glaube nicht. Oder wird das zu einem Feuer-Pokémon? Kann sein, es wird zu einem Feuer-Pokémon. Es
Speedy und Speedy, Best Friends in Episode 1. Ansonsten, ja, das wäre auch gegangen. So, wir sammeln natürlich noch die Sachen ein. Ja, und ich glaube, wir benutzen den Trank. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Bei der Autoheilung werden Pokémon automatisch mit Items aus deinem Beutel geheilt. Um die Autoheilung zu nutzen, wähle im Hauptmenü das gewünschte Pokémon aus und drücke danach den Minusknopf. Okay. Wir können auch mal wieder speichern. Was guckst du so blöd? Ich will nichts von dir. Heilen wir die anderen? Oder sind uns die anderen erstmal egal? Aha, die sind jetzt einfach auf dem Baum. Ein Hopspross, das will ich natürlich auch noch eins. Und das da, was bist du denn? Das kennt man, glaube ich, auch schon. Purmel. Biss. Wir haben Biss gelernt. Es ist es. Nom. Steht gar nicht, wie viel Angriff das hat. Irgendwie, die Welt hält auch gar nicht an. Sondern das geht alles weiter um mich rum. Das ist echt seltsam. Ansonsten, später im dritten Endo. Ja, okay, danach bin ich es richtig. Muss Mara das aber ganz schön erwähnen, das tue ich. Einen Vogel braucht man ja immer. Hey, die kriegen ja alle EP. Wir kriegen die alle EP. Purmel! Namensvorschläge. Da. He is so really is so tiny. Purmel verstreut giftigen Puder, um Gegner zu vertreiben. Welche Pflanze es frisst, ist von der Gegner abhängig, in der es lebt. Ja, da. Die es halt gibt, ne? Also, wie nennen wir es? Na! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich hab den falschen Knopf gedrückt! Ich sag schon in beide so, dass das ganze Team EP. Okay, ich bin raus. Gibt's gar keine EP-Teile mehr? Was ist das? Was bist du? Du bist auch voll winzig! Was seid denn ihr alles für Winzlinge? Hamo! Das Level 2. Muss ich das überhaupt schmächen? Hamo Level 2. Oh Gott, ihr habt noch 4 und 3. Wir werfen einfach. Level 2. Okay. Mikro-Pokémon. Okay. Machen wir. Seine Pfotenballen sind nur gar nicht zur elektrischen Entladung. Ist das der Pikachu-Klon in diesem Spiel? Gelingt es ihm, auf den Hinterbeinen zu stehen? Schießt es Strom aus den Vorderbeinen? Okay. 0,3 Meter. Das ist 30 cm groß. Okay. Macht Leveln etwas einfacher. Tatsache. Also Mikro. Ich weiß nicht, ob Pokémon da reingeht. Vielleicht nur Mikro? 5 von 12. Elektromaus-Pokémon, das kenne ich. Okay. Oh, Pokémon. Reicht nicht. Dann würde ich es bei Mikro lassen. Ist das auch in Ordnung? Mikro wurde in der Tiefe angenommen. Oh Gott. Wisst ihr, ich kann sowieso schon keine Pokémon-Namen. Und durch die Spitznamen Vergeberei, wenn das jetzt echt stimmt, dass ich das schläft. Ich hätte einen Ball werfen sollen.
Okay, aber jetzt. Beißen! Upsala. Ich traue mich nicht nochmal anzugreifen. So, jetzt, das ist jetzt schon das erste, das wir auf den PC schicken müssen, oder? Also, Spitzname, fliegendes Radieschen. Du musst kürzere Spitznamen, kürzere. Wer mit Hopsi? Hopsi? Man kann durch Barwerfen, glaube ich, nicht direkt fangen, nur den Kampfstein. Ach so, Hubi. Na gut, Hubi. Wir nennen Hubi. Hubi. Aha, okay, das ist auch sehr praktisch. Purme kann mal weg. Hat keinen Spitznamen, der gehört nicht ins Team. Du kannst bis zu 6 Pokémon in deinem Team mitführen. Alle übrigen Pokémon werden in Boxen geschickt und dort gelagert. Wenn du die Pokémon in deinem Team mit Pokémon aus einer Box austauschen möchtest, wähle einfach im Hauptmenü die Option Pokémon Boxen aus. Hey, das kann ich direkt im Menü machen. Oder wie? Supertrank! Verwandelt dich in Superman. Belebe. Ein Lebe. Das muss ich ausprobieren. Moment. Pokémon Boxen. Unglaublich, da kann ich gleich wählen. Okay. Okay. Das heißt, wenn du unterwegs bist und keine Pokémon mehr hast, die kampffähig sind, dann kannst du die einfach auswechseln. Ich dachte gerade, was liegt denn da? Okay, ich wollte nur gucken, wie das funktioniert. Du wirfst nicht den Pokéball drauf, sondern du wirfst dein Pokémon drauf. Okay. Da hat einer zu viel Nummer 5 geguckt. Ab Pokémon Sonne und Mond haben die P-Teile abgeschafft. Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Sonne und Mond hatte ich sogar gespielt, aber das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich bin so raus. Wie war das in Legenden Arceus? Mikro erlernt Donnerschock. Hopsprossblatt. Wieso kriege ich so viele Items? Ich möchte nicht so viele Items. Was gibt da? Aha. Hopsprossbadi. Hummel. Noch so ein Fee. Fee, wie heißt du? Sind die selten? Sollte man die öfters fangen? Normalerweise kriegst du einen Vogel, einen Käfer. Wenn du Glück hast, noch eine Ratte oder sowas auf dem Weg. Zum ersten. Zur ersten Stadt, zum ersten Dorf. Und hier habe ich jetzt schon 7 verschiedene Pokémon. 7. Was ist das letzte Pokémon, das ihr gespielt habt? Ich glaube, Legenden Arceus. Äther. Bitte. Der Leuchtturm. Eine Ratte für unterwegs. Ja, eine Ratte für unterwegs. Na, ist das Wangen von Pokémon schon drauf?
Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Grau! Was war das? Vielleicht das Pokémon, das vorhin ins Wasser gefallen ist. Grau! Das ist übrigens ein mysteriöser Ruf. So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smart Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber passt entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja. Entweder wir stürzen gleich von der Klippe oder ich gehe selber in die Höhle rein. Ich bin hier die Quelle des mysteriösen Rufs. Ach komm, von zwei. Und Usen? Ich sag, Rubin-Saphir und Schwarz-Weiß. Zwei habe ich, glaube alle gespielt. Ich habe nicht gespielt. Schwarz-Weiß 2. Ultrasonne, Ultramond habe ich nicht gespielt. Und Schwert und Schild habe ich auch nicht gespielt. Huhn, 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 grrr. Agia! Na, ich wusste doch, dass wir da runterfallen. Ich wusste das. Hat mich mein Rotom gerade abgefangen? Okay. Piep! Aber ich dachte, ich kriege einen Hundus. Können wir einfach gehen? Du solltest das Pokémon nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Na gut. Das ist relativ klein. Ich habe mir das größer vorgestellt. Ja. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihn wieder auf die Beine hilft. Das Sandwich? Macht es Sinn, ihm irgendwas Spezielles zu geben? Gib ihm ein Hopsprossplatz. Das scheint es nicht zu wollen. Probier es mit etwas anderem. Okay. Mein Essen. Ja? Ja! Gott. Mampfkau. Meine Hand noch dran, ja. Ach ja! Es will in die Höhle. Ich habe aber schon gesehen, dass du schwimmen kannst. Wir könnten nach außen rumschwimmen. Rotom. Hätte ich auch versuchen können. Direkt alle Warnungen ignoriert und Risiken ignorieren. Typisch Sechsjährige, ja. Agia! Is that Tuna's Helle? Maybe. Vor allem haben sie gesagt, es ist Fleisch drauf. Ja, von welchem Pokémon ist das Fleisch? Ah ja! Ach so, jetzt fliegst du weg und lässt mich hier allein. Okay. Guck mal, der hat fast dieselben Augen wie ich.
Tja, undankbar das Vieh. Aber gut, dann fangen wir mal ein paar Zubats. Ach, da ist es noch, okay. Vermutlich mal angeln können wir nicht. Kein Pokémon im Wasser. Oh Gott, das ist wieder so Kopfwehwasser. Ich gehe weg. Ist das ein Pokémon oder ein Kampfjet? Ja, beides. Meeresbruchtönen. Und ich habe die Fähigkeit verloren zu laufen wieder. Aber nur kurz. Aber jetzt wieder. Hey, Struggle! Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Geht schon irgendwie. Puh, zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ach, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann ich eins meiner Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Hey, was ist das denn für ein Pokémon vor dir? Jetzt schau dich mal so an. Vielleicht willst du das im Volksstruggle. Der muss warten, bis ich das aufgehoben habe. Ah, ich möchte die fangen. Lass mich laufen. Wie sind die überhaupt da hinten gekommen? Da nach hinten gekommen. Das Pokémon, jetzt habe ich nicht mehr. Ihr stresst mich gerade echt. Was bist du denn? Ah doch, die kenne ich auch. Da gab es eine ganz furchtbare Inselprüfung mal mit denen, oder? Ups. Ich muss mal ein Pokémon wechseln. Why not both? Goodbye, sandwich. Yeah, there goes my sandwich. Mangunio wurde gefangen. Okay, Spitzname. Seth. What would be a fitting nickname? Magnus, okay. Guni. Magnus war schneller. Die werden immer furchtbarer. Die Namen. Oh. Da ist ein Hundemon. Ich hätte gerne auch das Hundemon. Meint ihr, ich kann da hochwerfen? L40. Komm nicht hoch. Ich hätte es versucht. Einfach mit meiner Blumenkatze. Ein Dickter! Und ihr wollt mir echt sagen, dass da noch nie jemand drauf gekommen ist, das Ding da aus dem Boden zu ziehen. Kannst du jetzt ein bisschen kratzen? Gut. Aua! Kratzt der zurück? Blub, blub, blub. Digda, Nickname. Wollte gerade sagen, vielleicht finden wir ja heute raus, was da unten noch so reinhält. Felori lernt Säuselstimme. Aber hat Felori nicht schon genug Sachen gelernt? Für Digda wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Achso, das war das andere Felori. Ja. Wie nennen wir es? Budler.
Didi, okay, wir nehmen Budler. Budler. Das ist eine nette Welt, da zieht man nicht an die... Wieso denn nicht? Hallo Andorsia, herzlich willkommen im Stream. Würdest du an einem Blick da ziehen? Eigentlich können wir das in Steam aufnehmen, oder? Was haben wir denn alles? Wir haben... Eigentlich brauchen wir keinen Hopspross, weil wir ja schon ein... Pflanzen-Pokémon haben. Ruby und Butler. Ich glaube, Boden-Pokémon dabei zu haben, ist gar nicht so schlecht. Und wir wechseln mal. Wie wechseln wir? Wieso komme ich jetzt nicht ins Menü? Ich würde gerne irgendwas machen. Ich kann gerade gar nichts machen. Okay. Ich würde gerne die Reihenfolge meiner Pokémon ändern. Oh je, yeah. Oh je. Yeah. Wen hast du genommen? Kroke. Wieso denn Kroke? Das ist aber ein komischer Name für die Katze. Echt so. Echt so. Da war ein Ball da. Ich hab's genau gesehen. Genau gesehen. Die Hundusse in dieser Höhle sind ziemlich mess. Es beruhigt sich zwar, dass du einen Schützer an deiner Seite hast. Zu schnell. Zu schnell. Warum leuchtet die Höhle so? Das ist aber ein Krokel. Wow, das hat reingehauen. Der Felsen ist komplett zertrümmert. War das echt eine normale Attacke? Das war vermutlich zertrümmerer. Pass auf, Struggle, da kommt irgendwas. Was kommt? Das Hundemann. Achtung, hinter dir! Komm du nur! Mann! Oh je. Oh je. Mein Pflanzenkätzchen gegen den großen Feuerhund. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Hä? Ins Gesicht. Und die Monami. Ist eine Mila auch dabei oder reden wir per Walkie-Talkie? Die steht oben an der Höhle. Also wir sind ja unten an der Höhle und sie ist oben praktisch. Heroisch. Hey! Da. Hier oben, komm schnell! So many Andors hier. Yes. True! True! Und das legendäre Pokémon konnte die Andorsias nicht besiegen. Da lacht das Steuerrack. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Dürftest du denn jetzt auch schon spielen, Andorsia, oder dürftest du noch gar nicht spielen? Ich wusste, dass du Felori nehmen wirst und meine Tochter hat Quacks genommen. Wie? Hast du sie jetzt doch gekauft? Boah, ist alles in Ordnung mit ihm?
Nein, es braucht noch ein Sandwich. Vielleicht ist es erschöpft, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Und was für ein Pokémon ist das überhaupt? Es sieht ein bisschen wie ein Mopex aus. Ein Mopex? Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Was ist denn ein Mopex? Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Gute Frage. Du weißt es also auch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Ich habe gerade mein erstes Pokémon gekriegt. Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Ach so, mit dem hast du kein Mitleid, oder was? Ich finde dich immer unsympathischer. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du meinst, indem ich nichts gemacht habe? Du und das seltsame Pokémon, ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemann gekämpft habt. Wir haben doch gar nicht gekämpft. Was? Du hast ihm gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich hatte gedacht, es wäre jetzt dein Pokémon, aber wohl doch nicht. Oh, schau mal, es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, es kam von diesem Pokémon hier? Nee. Oh. Mann, oh Mann, je länger ich es anschaue, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen Eis antreten, wenn du es trainiert hast. Das gehört mir nicht. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen, nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Nee, das möchte ich nicht. Ich verstehe die ganz so viele Andorsia. Wir sagen so viele Hundorsia, weil da gibt es Geschichten dazu. Und hier mit diesem Item kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Du hältst TM32 Sternschaue. TM32 wird in der TM-Tasche verstaut. Verschießt sternförmige Strahlen. Ja, kennen wir. Überleg dir allerdings gut, wie du es nutzt. TMs kannst du nämlich nur einmal einsetzen. Aber jetzt sollten wir uns nach dem ganzen Schrapazen jetzt mal ausruhen. Komm, legen wir auf dem Leuchtturm eine Verschnaufpause ein. War das nicht so, dass man TMs öfters einsetzen konnte in den letzten Spielen? Eine Singlebeere. Kommst du mit? War das ein Ja? Glaub. Sie war nachmittags noch bei einer Freundin. Okay, aber kann man hier denn mehrere Spielstände machen? Kann man doch gar nicht, oder? Einfach die Prioritäten falsch gesetzt. Da geht es doch gar nicht zum Leuchtturm. Aber da hat's Pokémon. Da hat's was Neues. Guck mal, da. Möchte das. Ah, das ist da ein Käfersammler, okay. Und da blinkt war. Ach Mann! Ich möchte gerne den Käfersammler fangen. Ist das etwa? Was machst du denn hier draußen? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, ich kenne dich doch. Pepper, richtig? Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig. Du bist doch der Sohn von diesem Pokémon-Professor, Professor Futurus. Ernsthaft? Futurus? Lass meinen Vater aus dem Spiel, okay? Ich will wissen, was dieses Ding hier macht und dazu auch noch in dieser Form. Es hat mich gerettet. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollten der Sache nachgehen. Aber dann ist Struggle die Klippe heruntergestürzt. Dieses Pokémon hat dir geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb so aus. Aber du hättest sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Miraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Miraidon, woher weißt du das? Ja.
Du kannst nicht ins Labor, die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch in der Akademie. Miraidon ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer herumkommandieren lässt. Ach ja, was für ein Pokémon ist es denn? Lass mich erst mal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Nein. Hey, du hast den Funken mehr Motivation, als ich dachte. Hast du dich schon im Kreis gedreht? Wie im Kreis gedreht? Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Der Übersetzer hat dafür viel Geld bekommen. Pokémon Rhino Pepper wollte ich hier raus. Setz Rafflein. Ihr habt ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt. Dafür werde ich mich revanchieren. Okay. Ja. Nachmache. Ich kann diesen Typ nicht leiden. Ich auch nicht. So. Gut gekratzt. War das alles, was du drauf hast? Phönix erlernt ruckzucki. Pepper wurde besiegt. Miau! So! Ein bisschen was scheinst du ja auf dem Kasten zu haben. Die Charaktere sind alle nicht sehr like bisher. Vielleicht wird das ja noch besser. Naja, immerhin haben sie mehr Charakter wie die letzten NPCs. Die von Schwert und Schild. Spitze gekämpft, Struggle. Mit einem gerade erst gefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen willst, wirst du das hier brauchen. Mit diesem Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Du erhältst Miraidons Pokéball. Miraidons Pokéball wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Miraidons Pokéball, das ist Miraidons Pokéball. Du hast ihn von einem Jungen namens Pepper erhalten. Ey, und warum genau hast du sowas? Endlich bin ich das Ding los, man sieht sich. Hey, ich hab dir eine Frage gestellt. Was zur Hölle? Dann halt nicht, wir sehen uns in der Akademie. So ein komischer Typ. Nimmt der jetzt Platz weg in meinem Team? Aber er scheint einiges zu wissen. Wenn ich ihn das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus ihm herausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen. Okay. Okay, das habe ich jetzt einfach als siebtes zusätzliches Pokémon. Südliche Zone. Schau mal, da hinten liegt Mesalona City. Aha. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Ganz schön pixelig die Stadt. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Struggle. Ach ja, Unterricht. Hey, das ist die Gelegenheit, noch mehr über Pokémon-Kämpfe zu lernen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Berge, saftige grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Ja, wunderschöne Bäume hier. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also in diesem Sinne, willkommen in Paldea.
Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Lass uns erstmal nach Pratolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Okay. Auf geht's. Pratolido. Sieben Pokémon mal cheatet. Ja, sieht so aus. Wer kann, der kann. Es sind 64 Grafik. Schon. Eigentlich ist es Super Mario 64 Grafik sogar teilweise besser als mir. So. Amrena Bär, ich könnte auch meinen Pokémon das mal zu tragen geben, oder? Paralyse. So. Sternschauer lassen wir mal. Es wird zur Herstellung von TMs benötigt. Aha, man kann TMs selber herstellen. Hier, wie es aussieht. Okay. Wird die Frage geklärt, wieso man das braucht. Achso, und die Reihenfolge wollte ich noch ändern. Wen trainieren wir? Phönix. Ich glaube, ein Vogel ist nie schlecht. Ein guter Vogel. Ein Anton! Und ein Bamelin! Boing. Mich nicht gerafft. Wie bitte? Okay, Piekse. Würde überraschen, kann ich ihn da... Okay, das geht tatsächlich noch. Gib ihm. Ihr könnt euch schon mal einen Namen überlegen für Bamelin und für Entern. Mara is a rebel, confirmed. What? Why that? Boah, die Aussicht. Ja. Die war schon echt schön. Hallo Banks, vielen Dank für deinen Lurk. Herzlich willkommen im Stream. Psyduck, yeah. And then Goofy. Goofy? Wieso denn Goofy? Goofy ist ein Hund. Jetzt mal Bamelin. Robby. Okay, Robby finde ich gut. Robby finde ich sehr schön. Und wir nehmen ihn ins Team, weil wir haben noch kein Wasser-Pokémon. Ich glaube, Speedy kann weg. Oder Käfer braucht man nicht unbedingt. Oder sollen wir dann lieber Enton als Wasser-Pokémon nehmen? Das wilde Enton überrascht. Jegliche wetterbedingten Effekte. Was? Was war das? Oh, das Enton ist schon Level 6. Das Enton ist schon Level 6. Verteidigung sinkt nicht. Cool. Meine Verteidigung sinkt nicht. Ah ja, das ist nicht so gut. Wieso kannst du mit Level 6 schon Konfusion, Enton? Enton ist cooler. Na gut, dann nehmen wir Enton. Überlegt euch einen Namen. Mit Goofy bin ich nicht einverstanden. Ein wunderbarer Pokéball. Ist auch ein Ding. Das kann man so machen, oder? Einfach den Ball ins Wasser fallen lassen.
Und dann kommen die Pokémon nicht mehr raus, weil sie sonst ertrinken würden. Wenn seine chronischen Kopfschmerzen stärker werden, kann es mysteriöse Kräfte entfalten. Danach erinnert es sich anscheinend nicht daran. Das ist echt traurig, wenn du dein ganzes Leben lang Migräne hast. Mighty Duck. Okay. Cooler ist auch gut. Cooler als Name? Wieso denn cooler? Okay, was wollt ihr lieber? Cooler oder Mighty Duck? Ich bin offen. Ich trinke kurz was. Weil Anton cooler ist. Ducky. Ducky wäre auch süß. Anton ist einfach cooler. Na gut. Na gut, dann nehmen wir cooler. Und unser erstes Eis-Pokémon nennen wir dann Freezer. Immer Migräne, relatable. Also cool. Hui. Dewey or Louie. Ja, that would be good too, actually. Okay. So. Coole. Sorry, Fenris. Nächstes Mal wieder. Paraheile. Noch nicht. Oh, Azurills! Azurills! Die sind auch voll mini. Guck mal, wie klein die sind. Und die sind einfach Level 7. Tut mir leid, aber ich glaube, ich muss Anton wechseln. Oder wir nehmen Azurill auch mit. Eigentlich bin ich ja auch ein Psychotrainer, also kann ich Anton eigentlich nicht zu Hause lassen. Das ist so goldig. Platsche. Guck mal, seht ihr meinen Fuß im Bild? Nee, seht ihr gar nicht. Warte, ich wechsle das mal. Da verkriegt nur meinen Fuß im Bild. Hoppla. Autsch. Wasser ins Gesicht. Gehen die Pokebälle aus langsam. Assi. Assi. Really assi. Vielleicht schieben wir die Größen noch einfach zum ersten Mal. Wer weiß, ja. Bouncy. I like Bouncy. I think I'm gonna name it Bouncy. Du bist ein Psychotrainer wegen den Augen, nicht wegen der Pokémon. Auch gut. Assi. Nein, nicht Assi. Wir nennen es Bouncy. Oh, und das ist eine Fee. Okay. Guck mal, das ist gar kein Wasser-Pokémon. Wird das erst zum Wasser-Pokémon? Sein großer, runder Schwalb steckt voller Nährstoffe, die es für sein Wachstum braucht. Okay, das ist praktisch ein Dottersack. Bouncy. How did you write it? Bouncy. No, we call it Bouncy. Bouncy, listen. Why? Bouncy. Little Bouncy. So, und wen lassen wir daheim? Ich bin überfordert. Wen lassen wir jetzt daheim? Also den Vogel brauchen wir. Ein Feuer-Pokémon ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ich mag das Schwein einfach nicht. Vielleicht lassen wir das Schwein daheim. Ein Bouncing. Ich glaube, wir sollten mal ins Poké-Center, aber es gibt hier so viele schöne Pokémon. Was zur Hölle ist das? Das sind Wingals. Was ist das denn? Kommen die nur raus, wenn man weiter weg geht? Muss man sich da anschleichen? Moment, wie ging das? Ah!
Das Smart wurde mit seinem praktischen Gerät. Aha. Ja, ja, bla bla. Geh weg. Das sieht aus wie ein Diktar irgendwie. Das hat mich wohl gesehen. Können wir zu dem Körper los? Das ist irgendwie aus dem Wasser geschafft. Okay, wir können nicht schwingen. Dann komme ich auch nicht zu den Carpados, oder? Was zur Hölle? Ein Schlickdar. Das ist kein Dickdar, sondern ein Schlickdar. Was ist das für ein hässliches Vieh? Käse, Käse, passt 1A, den nehmen wir. Den nehmen wir. Mikro, Mikro hatten wir doch schon. Ikea, ist das hässlich. Das ist ein langes Diktat, ja, irgendwie schon. Hab ich Diktat, ja. Strange, really strange thing. Oh, aufpassen. Nehm Schelle macht das. Ha, keine Wirkung auf mich, wegen Bodenattacke. Ein Schlick da. Gott, wir haben schon so viele Pokémon. Und wir tauschen mal die Reihenfolge. Mehr Aal-Pokémon. Pfui. Es erinnert an Diktar, ist jedoch eine völlig andere Art. Offenbar ist durch die Anpassung an seine Umwelt eine zufällige Ähnlichkeit entstanden. Genau. Genau. Also, wir nennen es Kesu. Schreibt man Kesu? Na. Da habe ich zu oft, einmal zu oft B gedrückt. Scheiße. Aber dich nenne ich noch um. Wir finden irgendwo einen Typ, der Namen umbenennen kann. Du bist ein Kesu. Ich muss sagen, ein sehr gewagtes Design. Ach, die Käse. Ja. Ich nenne ihn um. Ah! Wirklich? Du weißt nicht, was das für ein Pokémon ist? Ja, ich wollte wechseln. Ich da platscht ein rum. Nichts geschieht. Ist das ein Remoraid? Oder eine Schmerbe? Ich glaube, das ist eine Schmerbe da, aber ich komme nicht ran. Okay, Carpado-Name. Was machen die da hinten? Bido. Neues Fangen. Neues Schlickdar fangen. Ich würde das machen, aber ich habe nicht mehr so viele Pokebälle. James. Fischli. Nutzlos. Ich nenne es James. Marvin, Marlen, wieso Marvin? Emergency Sushi, wow! That is also a really good name. If only I had more letters. Emergency Sushi. You guys are really on a roll today.